Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldonum zu einem neuen Part. Zu einem ersten Part. Super Mario 3D World. Plus Bowser's Fury. Für die Nintendo Switch mit dem Zwergenfürst. Ja, die Menümusik ist gerade ein bisschen leise. Aber ist doch auch okay. Ein Spiel, was am 12.02.2021, wenn mich alles täuscht, die Zahl nicht falsch habe, erschienen ist für die Nintendo Switch. Wir spielen es jetzt einige Tage nach Release auf der Nintendo Switch. Die Post hatte bei mir ein bisschen Verspätung, deswegen ich wollte schon, mir wurde versprochen, dass es am Release-Tag kommt, dass es zu mir per Post geschickt wurde. Ich habe es rechtzeitig bestellt. Es hat geschneit in Deutschland und sobald die erste Schneeflocke fällt, ist Chaos und da kam die Welt nicht damit klar und so hat die Post irgendwie ein bisschen gebraucht, um es zu liefern. Mit der Schneckenpost kam es jetzt heute, also gestern, wenn ihr das Video seht. Und ja, damit willkommen, seid gegrüßt zu meinem ersten Let's Play Super Mario 3D World. Damals für die Wii U erschienen. Frag mich nicht welches Jahr. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Wir spielen als erstes Super Mario 3D World und danach Bowser's Fury. Bowser's Fury ist halt jetzt. Ist dann ein Ergänzungs. Eine Ergänzungswelt, ein Ergänzungsspiel, ein Ergänzungslevel. Wir werden sehen zu Super Mario 3D World. Exklusiv für die Switch. Aber da ich Super Mario 3D World noch nicht auf meinem Kanal gespielt habe, bis jetzt spielen wir das jetzt hier erstmal durch. Spielen wir erstmal das reguläre Spiel Super Mario 3D World und danach, wenn wir mit Super Mario 3D World durch sind, spielen wir Bowser's Fury. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich weiß, ihr wollt alle Bowser's Fury sehen. Das ist, weil das neu ist und das alles schon kennt, dann müsst ihr aber leider noch ein bisschen warten. Jetzt gibt es bei mir hier super Mario 3D World. Es gibt ein super tolles Let's Play jetzt hier. Könnt euch auch drauf freuen. Wir spielen Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst. Let's go. Ja, da sind wir am Start. Da sind wir noch mal im Startbildschirm von Super Mario 3D World. Und können uns hier mal einen Charakter aussuchen. Mario, Luigi, Peach, Toad. Gibt es jetzt Auswahl. Wir spielen erstmal klassisch mit Mario. Und let's go. Wir spielen alleine. Im Singleplayer. Über Peach Schloss in Peaches Land gibt es eine Party zu veranstalten und eine Röhre, eine durchsichtige Röhre wird repariert und daraus kommen ganz viele neue Items und eine Fee, eine grüne Fee. Sie ruft um Hilfe. Bowser hat all ihre Freundinnen entführt und in Flaschen gesperrt und da kommt Bowser aus der durchsichtigen Höhle raus und schnappt auch die grüne Fee, sperrt sie in eine Flasche und entflieht mit ihr. Unsere Aufgabe ist also nun, die grüne Fee und ihre Freundinnen zu retten. Peach, Mario, Toad und Luigi springen rein in die durchsichtige Röhre und auf geht's. Es wird gerutscht durch die Röhre. Auf geht's in ein neues Abenteuer. Und dann landet der Mario unsanft in Welt 1. Da sieht man die grüne Fee im Schloss. Mit B springen wir uns mit dem linken Maus
Lenkrad laufen wir mit dem rechten. Das Rad können wir die Kamera steuern. So, hier ist schon eine Münze. Ja. Sehr schön. Wir haben Level, wir haben Welt 1. Level 1. Wir können uns hier relativ frei bewegen. Wir können hier wirklich... ja, das mit den drei Dimensionen, das muss hier noch kapieren. Das muss erstmal drauf klarkommen. So, wir können uns hier schon relativ frei bewegen. Hier bei dem Fluss kommen wir nicht drüber. Dann müssen wir erstmal noch Levels freischalten. Müssen wir erstmal eine Brücke freischalten. Hier sehen wir schon Level 2 und Level 3 wahrscheinlich. Und Level 2 und ein geheimen Level, den man freischalten kann. Durch die rote Flagge oder so. Man kennt's. Mario Bros. Abenteuer, Super Mario Bros. Abenteuer. Auf einer relativ linearen Karte aufgebaut. Aber wir können uns auf der Overworld relativ frei bewegen. Ein Pfeil zeigt uns an, dass wir da rein sollen, das Level. Dann machen wir das doch glatt. Gehen wir in die erste Welt, Level 1. Welt 1, Level 1. Super Glockenhügel. Der Super Glockenhügel. Da sind wir schon im ersten Level. Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Ich wollte gerade mit Y die Cappy werfen. Eine Minute Schweige. Eine Schweigeminute, eine Minute Schweigepause. Das ist eine Schweigeminute für mich. Ihr wisst woran nicht, an welches Spiel, in welchem Spiel ich gerade in Gedanken war. Eine kleine Schweigeminute, die wir nicht eingehalten haben. Ja, Mario Odyssey kommt auch bald mal wieder, aber jetzt spielen wir erstmal Mario 3D World und haben hier ein neues Item, ein Katzen-Mario-Outfit. Können Katzen-Mario spielen und laufen hier gleich wieder zurück. Auf geht's. Auch durch die Röhre rutschen. Wir haben den ersten Goomba schon besiegt. Hier gibt es mir eine Rutsche. Nein. Und da haben wir unseren ersten Fail im Let's Play. Sehr schön. Und dann mal los. Ich spiele natürlich auf dem Pro-Controller, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Beim Einloggen. Ich habe ja einen Pro-Controller eingeloggt. Das müsst ihr gesehen haben. Das wird hier einige Fails geben im Let's Play. Einige werden dem geschuldet sein, dass die dritte Dimension hier ein bisschen für mich manchmal verwirrend ist und dass ich da Schwierigkeiten dabei habe. Andere Fails werden dem geschuldet sein, dass ich, ja, dass mein Skill Level auf etwa minus 50 liegt. Und ich wirklich als blutiger Noob hier in das Abenteuer starte. So funktioniert mein Kanal, so ist mein Kanal im Prinzip aufgebaut. Insgesamt, nicht nur hier im Let's Play, in den Let's Plays. Allgemein funktioniert das bei mir so. So ist das bei mir in der Regel. Ich fange ein Let's Play, wenn ich es neu beginne, als blutiger Noob an. Und bin am Anfang, muss mich erstmal mit der Steuerung zurechtfinden, muss dann erstmal... Fangen wir erstmal als Beginner an und ja, empfehle auch gerne mal an den leichtesten Stellen. Da haben wir gerade eine Krabbe umgebracht, wenn ich das jetzt sehe. Und im letzten Level bin ich dann hoffentlich dann klüger, besser und habe dann schon ein bisschen mehr Skill. So läuft das bei mir. Das läuft, das baut sich langsam auf. Erwartet nicht jetzt schon in den ersten 10 Parts hier noch keine Meisterleistungen. Dann zum Schluss, im letzten Levels. Auch da erwartet keine Meisterleistungen von mir. Ich werde irgendwann dann mal Sachen schaffen. Ich verbessere mich durchaus, das ist auch möglich. Manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, um Skill zu erlernen, es mitzubekommen. Manchmal brauche ich auch beim Endbosskampf 5 Anläufe mehr als normal, aber ja.
Irgendwann schaffe ich es auch. Das. Irgendwann kriege ich das auch hin. Das ist ja mein erster Checkpoint. Check the point. Den ersten Stern haben wir schon bekommen. Sternmünze ist gar nicht. Oh, eine pinke Fee. Ah, damit können wir Ausschau halten aufs Ziel. War sehr schön. Die pinke Fee ist schon frei. Okay, müssen wir also gar nicht mehr befreien. Interessant. Haben wir noch den Hasen? Hat der einen Stern oder? Wie kriegen wir den jetzt hier? Ja, okay. Das ist mit dem Rennen. Der hat tatsächlich einen Stern. Hier gibt es nochmal ein Glocken-Item. Jetzt schaffe ich es nicht, am Baum hochzuklettern. Brauchen wir auch nicht. Wir haben genug. Da gibt es unsichtbare Münzen. Sehr schön. Hier noch was am Baum, immer schön auf die Beine klettern. Da gibt es eventuell Items. Oder Münzen. Noch ein Hoppelhasen. Komm nicht, dass der hier noch. Der hat eine Münze gehabt. Und der große. Der hat einen Riesenpilz. Oha. Noch ein Item, was sie hier eingeführt haben. Das zum ersten Mal, wenn ich richtig dran erinnere, in Super Mario Bros. Für den 3DS debütierte. Oh je. Aber die Katzen hier besiegen, die Katzen-Gumbas, dann kriegen wir manchmal daraus eine Katzenglocke. Oder was? Nein! Und der nächste Fail. Da haben wir zum Glück einen Checkpoint. Ich müssen jetzt ohne Katze kriegen. Und ja. Ach so, das Rennen, das ist man hier, muss man hier erstmal. Ja gut. Okay, den Stern haben wir schon. Hier kann man noch ein paar Münzen sammeln. Ist wichtig, dass wir dann hier ein paar Power-Ups kriegen. Zwei Linien haben wir schon verloren. Ein paar Ups könnte ich gebrauchen. Ich nichts dagegen. Sehr gut. Gehen wir mal hier hinein. Es könnte sein, dass wir den nächsten Stern kriegen. Oder einen Stempel. Die gibt es ja auch hier in Super Mario 3D World. Die Stempel. Ein 100% Let's Play kann ich jetzt nicht versprechen. Das will ich nicht versprechen, kann ich nicht versprechen. Nicht kann ich nur versprechen. Das tue ich auch öfters. Für Leute, die neu sind, das ist, ja, nicht versprechen, wo ich heute war. Nichts Außergewöhnliches. Sprache ist bei mir manchmal schwierig. Das Ding mit der Sprache. Das muss ich noch üben. Ja. Seit mehr als 23 Jahren in Deutschland. Ja. Wie ich immer so schön sage. Können wir die Katze irgendwie rankommen? Haben wir gar keine. Warum? Achso, ja, da haben wir eine. Sehr schön. Und das war der Ersatzweg dafür, dass wir hier. Ja. Also wenn wir keine Katze haben, dann können wir mit dem. Können wir durch die Röhre. Da gibt es ein Level ab. Ich suche hier noch einen Stern. Sehe ich schon die Zielflagge. Natürlich haben wir auch mal eine zeitliche Begrenzung hier. Und ich suche hier noch einen Stern. Den grünen Stern suche ich hier noch. Wo finde ich den denn? Eventuell hier. Müssen wir mit dem Riesenpilz durch oder was? Hier ist ein Power-Up. Ich
fürchtete, dass wir dann einen Riesenplatz verbrauchen. Kriegen wir den hier erneut. Wenn nicht, wäre das schade. Ich glaube nicht. Ich meine auch, ja, woanders kann er ja hier kaum sein. Und es gibt hier kaum Möglichkeiten, wo der Stern versteckt sein könnte. Wir könnten noch den Rand absuchen. Gerade wegen solcher Sachen, sage ich schon mal. Mit dem Let's Play alle Sterne und alle Stempel und so weiter. Das kann ich nicht garantieren. Wir werden das natürlich bemühen, weitestmöglich eine Sterne zu bekommen. Ich glaube, da fällt man nur runter, oder? Nee, das ist der grüne Stern. Den habe ich doch gesehen. Dafür habe ich den extra nochmal gefehlt. Na komm, ich hatte dich doch schon am Anfang. Ja, ich brauche jetzt hier auch für das Level nochmal besonders lange. Ich suche nach dem Stern, nach dem letzten Stern. Das erste Level müssen wir auch hier, ordentlich abschließen. Ist ja schon miau. Katzen Mario. Sind wir jetzt mal hier. Keine Zeit verlieren. Dreht's durch hier. Und den dritten Stern. Sehr schön. Ich hole mir noch mal eine Katze. Die Katzen. Mario. Lustiger mit Katzen, Mario. Hier haben wir noch die Glocke. Wie war das hier noch mal? So war das hier. Ein One-Up holen, schön ein paar Münzen sammeln, ich will das nicht bereuen, ich will jetzt nicht bereuen, nein, genau deswegen, wir brauchen die Level-Ups, ja, was habe ich zum Thema Noob gesagt, jetzt ab ins Ziel mit mir, ich hole mir eine Katzenglocke, ab ins Ziel. Das andere ist jetzt hier nebensächlich. Drei Sterne haben wir geholt, den Stempel haben wir geholt. Wegen den Münzen müssen wir jetzt hier nicht nochmal. Das andere Ziel. Genau dafür ist die Katze da. Die läuft dann nochmal zur Spitze hoch. Das ist sehr gut. Haben wir das erste Level zu 100% beendet. Es hat eine Weile gedauert, aber ja. Hat hier fast den ganzen Part beansprucht. Katzen-Mario-Stempel. Ja, im ersten Part haben wir noch nicht so viel. Hattet ihr hoffentlich noch nicht so viele Erwartungen, dass wir so weit, dass wir sonderlich weit kommen. Ja, das zweite Level schaffen wir vielleicht noch. Starten wir nochmal rein. Welt 1, 2, Ärger in der Koopa-Grotte. Wir starten schön rein mit Katzen Mario. Oder auch nicht. Ja. Und da geht's in die Koopa-Grotte. Okay, und hier wird wieder ordentlich gefehlt. Na komm. Ein Item und Pilz. Pilz für Mario. Dann komme ich wieder. Verdammt. Ich wollte ein bisschen anstoßen. Jo, genau so. Bringt vielleicht was. Na komm. Okay, da kann ich nicht mehr rein.
Okay, nach unten vielleicht. Nach unten. Da gibt es nur Koopas und Goombas. Nein. Ich will noch nicht sterben. Geht's raus. Goomba getroffen. Für den Item, Mario. Sehr schön. Wo den Item, Mario? Kein Item da. Da geht's um die Ecke. Da haben wir in die Ecke geschossen. Und da haben wir unseren ersten Stern. Sehr schön. Okay, die Lina-Böcke können wir nur zerstören, weil groß sind wahrscheinlich. Ja, korrekt. Ein wenig Zeit. Den Checkpoint haben wir schon aktiviert. Wahui! Na toll, jetzt haben wir hier Sekunde. Verdammt. Kommen wir da jetzt noch hoch? So kommen wir da hoch. Verdammt. Auf den Kopf springen, nichts boxen. Du weißt doch, wie man Goombas besiegt, Mario. Da eine Frage in Box. Wo geht's da hinein? Oh, grüner Stern. Den wir verkacken. Ganz professionell verkackt. Okay, wir haben es geschafft, aber wir haben den Stern nicht geholt in der Zeit. Deprimierend. Ja, sowas kommt halt auch vor. Oh, kleine Goombas. Baby Goombas. Eine Ehrenrunde für die Münzen. Sehr schön. Da gibt es noch was zu sehen. Und wenigstens die dritte Sternmünze. Sternmünzen sind es nicht. Oha. Den dritten Stern holen. Den zweiten schon verpasst haben. Nein. Ist ein Stempel. Stempel da hoch. Und da ist der. Da ist der Stern. Sehr schön. Haben wir jetzt zwei Sterne. Sehr schön. Und an die Spitze. Naja, das hat nicht ganz so geklappt. Gut. Ein kleiner Stempel, ein Münzenstempel. Für die Stempelsammelkarte. Gibt es dann was bei der Tanke? Gratis dafür. Okay, ich würde da nochmal reingehen. Ich glaube, ich würde da nochmal. Oh, ich hätte nochmal Bock reinzugehen, aber nicht in diesem Part. Wenn ich die Uhrzeit richtig angucke, haben wir die Partlänge hier schon sehr gut erreicht. Ja, da mich nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und die nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja, das Haus können wir nochmal machen im Part. Dann gehe ich im nächsten Part, den ich gleich im Anschluss an diesen Part hier aufnehme, in das nächste Häuschen rein. Du kannst eine der Schachteln öffnen. Sicher findest du daran was Nützliches. Bescheidenheit ist meine größte Stärke. Okay, die Katze auf Vorrat. Naja. Hat tatsächlich doch nicht so viel gebracht. So, im nächsten Part geht es hier nochmal in Level Welt 1, 2 rein. Da zeige ich euch dann nochmal, wie ich mir hier die dritte Münze verdiene. Den dritten Stern verdiene. So, habt noch einen tollen Tag. War fürstlichen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Heute noch wieder, heute 14 Uhr, kommt der nächste Part schon. Haut rein, viel Spaß euch mit dem nächsten Part. Ja, bis dann und ciao.